So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part des Yu-Gi-Oh! Online Formats hier auf meinem Kanal. Und wie ihr sehen könnt, spielen wir heute mit einem Deck, was ihr mir vorgeschlagen habt. Und wir spielen gegen Cliffos. Hey, das ist ja ein gutes Matchup, was wir haben, ne? Also ich finde, das ist sehr, sehr fair, sagen wir mal, ne? Weil dieses Deck ist total, wie soll ich das mal sagen? Ja, wir spielen gegen irgendeine Pendulum-Scheiße. Und wir spielen mit diesem Deck Elementarhelden. Und das sind nicht die guten Elementarhelden wie Shining oder Acid. Nein, das sind die uralten. Ja, ist okay. Du kannst ruhig rufen, was du willst. Ja, ist okay. Ich will mein Monster zeigen. Chill mal. Und zwar sind das die. Maja! Verarsch mich nicht. Und zwar sind das die uralten Helden wie Flammenflügelmann oder Donnergigant. Und da ist der Cliff of Killer. Kann man den First Turn so rufen einfach? Wohl nicht. Okay. Was macht der Zero jetzt? Das fragt er sich auch. Vielleicht aktivieren wir das hier und... ja, machen irgendwas, ne? Am besten so schnell wie möglich. Und zwar holen wir uns Shadow Mist. Das ist ein cooler neuer Held, der zwar keine nix anstinken hier kann gegen die Cliffos, aber das ist gerade egal. Wir kriegen das hin. We got this. Wir kriegen das hin, Leute. Und zwar aktivieren wir jetzt eher rechtschaffendes Urteil. Und zwar wollen wir die Karte zerstören. Yeah, bam. Wir sind so gut, Alter. Oh yeah, baby. Und zwar... jetzt spielen wir eh Emergency Call, oder? Wollen wir oder nicht? Eigentlich können wir das machen, oder? Ich kann ein Monster von ihm klauen. Das wäre cool. Ja, wir spielen eh Emergency Call. Und call uns damit out. Bubble Man, weil Bubble Man ist super, Alter. Wir machen die kaputt, Alter. Wir besiegen jetzt Cliffords mit Inventar. Passt auf, Guys. Jetzt komme ich. Jetzt kommt Papa. Und zwar rufen wir jetzt... Moment, was können wir denn machen? Ich muss mir überlegen, Leute. Wie kriegen wir den jetzt kaputt? Was macht der denn? Alle Zauber und Feinkeit ihren Gegner zerstört? Das wollen wir ja nicht. Wir wollen eigentlich alle Monster zerstören. Geht das irgendwie? Hat irgendeiner einen Effekt? Ich meine schon... Oh ja, dafür brauche ich einen Held und ein Wassermonster. Habe ich gerade nicht, ne? Das ist ein bisschen doof. Kann ich ihn auch Mass Changen? Ich glaube ja. Wie machen wir das? Ich mache mal ihn hier. Komm, wir machen mal ihn jetzt. Wir machen das. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Wir machen irgendwas Cooles jetzt. Passt auf, Leute. Jetzt machen wir uns zwar diesen hier. Der ist cool. Weil jetzt können wir, glaube ich, eine Karte aus der Hand banishen fast, oder? Irgendwie sowas funktioniert sein Effekt. Irgendwie sowas? Einmal pro Spielzug, falls ein Gegner Karten seiner Hand von... Achso, okay, dann kann ich das später machen. Okay, cool. Wie machen wir es jetzt? Und zwar... ja, doof gelaufen, Zero. Ich wollte eigentlich noch den rufen, aber hey, du hast es versaut so ziemlich. Du hast es total verbaut. Du bist ja ein originaler Nichtskönner, du. Kapuf! Ich will Cliff of Shell kaputt machen jetzt. Yeah, ich bin gut. Oh, baby. Oh, baby. Ich hab's drauf. So, meisterhafter Zug hier vom elementaren Spieler. Ich weiß, wie das Spiel funktioniert, du. Ich weiß es. Ach so, okay. Jetzt kommt das Cliff of Tool. Kann er sich jetzt nicht irgendwas suchen, wenn das zerstört wird oder sowas? Ich glaube schon. Ach, wir haben auf jeden Fall verloren, ganz ehrlich. Jetzt macht er seine Megakarte, genau. Hey, da ist er! Apokalyptischer Cliff of Killer. Ich mach einfach mal... ja, du hast verloren. Du hast verloren! Was können wir jetzt machen hier? Ich kann irgendwas wählen. Ja, ich will den hier weg haben. Was passiert? Also, wir kommen am Friedhof. Ja, war geplant, du. War geplant. Jetzt kann ich... oh, Oversoul nämlich aktivieren, mein Freund. Greif am besten hier. Shadow Mist an. Shadow Mist. Yeah, Shadow Mist. Bam, Shadow Mist. Och, Menno. Warum denn? Ja, Leute. Es sieht sehr gut für uns aus mit unseren Elementarhelden. Und oh, da haben wir Burst in the Tricks. Oh, Baby. Oh, Baby. Wir beschwören sie jetzt auch, weil ich mega cool bin. Und wir spezialisch schon Bubble Man, weil wir es können. Oh yeah. Jetzt aktivieren wir Overseele. Oh yeah. Und holen uns mit unseren Avian wieder. Wer ist der Coolste der Coolen? Ich auf jeden Fall. Warte mal, können wir das Ding jetzt besiegen? Wäre das cool? Ich meine, wir können das nicht besiegen. Oh ne, schade, können wir nicht. Oder wir kriegen jetzt 3000 ATK, oder? Kann das sein? Ah, oh, es kommt sogar. Oh, ist das cool. Wir haben jetzt 4000 ATK. Ich glaube, wir können drüber rennen. Ist das richtig? Habe ich da wirklich keinen Scheiß gebaut? Habe ich da wirklich mal was taktisch gut getan? Können wir das Ding wirklich töten? Das alles erfahren wir in der nächsten Folge von Galio Mystery. Oh, Baby. So. Können wir da rüber rennen mit unseren Elementar-Heroes?
Geht das? Geht das? Ich glaube, er kann nicht durch Kampf zerstört werden. Kann das sein? Nein, es geht! Cliffboss haben keine Chance gegen Elementarhelden! Ja, Excalibur ist ein Held. Awesome! Wer ist der Beste? Avian, Burst, Tinnitrix und Bubble Man for the win! Keine Scheiße! Kann jetzt nicht alles wieder normal special. Ja, ich hab gewonnen! First round goes to Elemental Heroes! What you gotta do? What you gotta do? Oh, baby! Also dafür, dass ich solche crappy Cards spielen und gegen das Beste, der gerade gewonnen hat, ne, fühle ich mich gerade ganz schön geil, Leute. Ganz ernst. Wir sehen uns im nächsten Duell wieder. Bis gleich. Wow. So, Leute, da sind wir wieder. Und wir spielen eine weitere Runde mit unseren Elementarhelden. Ja, ich bin ziemlich... Ich freue mich gerade tierisch, ey. Ich finde die gerade so cool, die Elementarhelden. Die sind einfach pornös, ey. Sie haben es drauf, ey, ganz ehrlich. Und zwar würde ich sagen, wir beenden einfach unseren Zug. Ganz ehrlich. Wir haben schon wieder gewonnen! Elementarhelden 2, Gegner auf Death Pro 0. Also ich muss ehrlich sagen, der hat gleich gemerkt, oh mein Gott, das sind Elementarhelden, ich habe keine Chance. Ihre Wunderfusion, ihr Hero Flash, es ist zu, und der Wildheart. Oh, seht euch meinen muskulösen Oberkörper an. Oberkörpermuskeln, nicht Oberschenkel. Wir sehen uns gleich wieder, Leute, wenn ich einen nächsten Gegner gefunden habe, der keine Angst hat vor unseren Elementarhelden. So, Leute, da sind wir im letzten Duell heute mit unseren Elementarhelden und ich hoffe, ich kann euch heute mal zeigen, was sie eigentlich können. Weil das ist eigentlich der Grund, warum ich diese Videos gerade hier mache, weil ich zeigen will, hey, das können Elementarhelden und ja. Ich würde sagen, wir starten einfach mal mit einem Shadow Mist Death Down und geben ab an unseren Gegenspieler. Und wir spielen gegen, nicht Shadow Als, bitte, komm, kein Shadow Als. Dragon Ruler! Oh, läuft, ey. Ist ja kein gutes Deck, Dragon Ruler, komm. Was willst du dagegen tun? Na, Dragon Ruler ist schon ziemlich gut, ganz ehrlich. Da haben wohl keine Chance gegen. Aber Kartka. Kartka? Okay. Futter für Redox und zwei Kanzi. So, jetzt hast du dein Urteil. Boah, jetzt geht's hier los, mein Freund. Jetzt geht's hier los, pass auf. Wir machen nochmal hier eine Setdown. Wir müssen ihn erstmal so ein bisschen so. Oh, no, vier Man, oder? Soll ich ein bisschen angreifen? Wir können auch angreifen, das wäre viel cooler jetzt. Ich rufe ihn erstmal und dann sagen wir, yo, Alter, Fat Attack Modus jetzt, komm. Komm, mach was, komm, mach irgendwas, Maxi. Effekt Wailer, ich habe keinen Effekt, das haben wir im letzten Duell gemerkt. Komm schon, du was. Hallo? Miep. Sag nicht, der ist jetzt abgehauen oder sowas. Junge, danke. Ich darf nur attacken. Mit meiner 1-9. Das ist nämlich nicht Neos, das ist nämlich Neos, another Neos. Genau, das ist Neos sein Cousin. Genau. Letzten Hero Flash und beenden. Ich habe nur einen Hero Flash im Deck. Kann ganz cool kommen, habe ich mir gedacht, so als Hero-Thema. Vielleicht haben wir längeres Duell, vielleicht kann ich sie dann mal ausspielen, wenn sie bis dahin auf dem Feld liegen bleibt. Ich denke nicht, aber egal. Wir gucken mal, was passiert, weil wenn jetzt meine Combo aufgeht, dann haben wir den OTK, weil wenn jetzt nichts ruft, Sparkman Summon, Bubble Man Special, Emergency E-Call, noch ein Bubble Man und dann Special und dann machen wir aus den zwei Bubble Man ein Excalibur mit 4000, dann knüppeln wir einfach nieder, dann haben wir gewonnen. Ja. Jetzt muss ich diese R-Karte ziehen. Und jetzt die R-Karte ziehen, ne? Und er keine Facedown mehr macht, dann habe ich gewonnen. Oh, ist das dein Ernst? Wenn das jetzt kein Tarantula ist, Leute, dann haben wir gewonnen. Wenn es jetzt kein Tarantula ist, haben wir gewonnen. Okay, wir spielen gegen ein Erddeck, wie es aussieht. Jetzt haben wir doch nicht gewonnen, weil wir haben diese Scheißkarte gezogen, die einfach sagt, nein. nein, Zero. Lass mal stecken. Warum muss ich so viel Monster ziehen gerade? Jetzt! Voll und cool. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? Ich rufe Sparkman. Ja, ich rufe Sparkman. Und ich flippe die am besten auch gleich, oder? Wo, wenn es eine Spiegelkraft ist. Ach komm, no fear! Wir greifen an. Haben wir keine Angst hier jetzt hier. Zack, zack, attack hier. Bam! Und er isst den Schaden.
Und wie er ihn ist. Selbst wenn ich jetzt Excalibur gemacht hätte, hätte es nicht gereicht. Von daher habe ich es gelassen. Und ich will eigentlich ein bisschen... Ich will einfach längere Duelle haben. Es macht keinen Spaß. Ich will fusionieren können und sowas. Ich will Flammenflügel mal und sowas machen. Aber ich besiege meine Gegner ja zu schnell. Okay, außer den letzten. Der war also eine kleine Ausnahme. Machst du jetzt irgendwas, mein Freund? Kannst du mich hier was aktivieren, wie es aussieht? Cool. Warte mal, ich muss mir überlegen. Okay, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Xyz-Summon gemacht hätte und ihn auf den Friedhof gelegt hätte durch Abhängen oder sonstiges, hätte ich mir noch einen Elementarheld searchen können aus dem Deck. Wäre ziemlich cool, hätte ich mir nochmal Bubble Man holen können. Okay, er macht jetzt Source of Revealing Light. Das ist ziemlich uncool, weil ich mag die Karte überhaupt nicht, weil ich kann jetzt nicht angreifen. Voll scheiße. Aber das werden wir irgendwie überleben, meine Freunde. Wir werden das schon regeln. Ich weiß noch nicht wie, aber egal. Wir müssen jetzt die Erdkarte... Oh, wir spielen gegen X-Sabres. Aber wir spielen auf jeden Fall gegen ein Erddeck, weil sonst hätte er diese Karte nicht in seinem Deck. Ganz ehrlich. Das hätte sonst keine Sache. Ey, cool, du greifst mein Shadow Mist an. Mach das bitte. Komm. Ich weiß den Effekt von dem. Ja, ich würde sehr gerne seinen Effekt aktivieren. Zu uns irgendeinen coolen Inventar hält. Der einfach yeah sagt. Yeah. Yeah. Und zwar, Prisma wäre cool, oder? Was searcht uns denn Polymerisation? Habe ich irgendwas im Deck, wer das macht? Nö, Zero ist der Held. Scheiße. Wie wäre es mit... Also wenn wir jetzt das Poly super irgendeine Fusion ziehen, ja, wäre das ziemlich cool, weil dann könnte ich den hier und den hier fusionieren zu den hier. Ich will den unbedingt rausbringen. Komm bitte, lass mich. Wir probieren's, Leute. Ich habe viele Fusionen im Deck. Wunderfusion, Polymerisation, Fusionstor. Ich habe so viel einfach. Und ja, das wäre ziemlich cool, wenn ich was machen könnte. Wir haben jetzt eh Zeit wegen. Ja. Gegen den Schwertern hier. Deswegen. Das ist einfach so. Deswegen, gucken wir mal. Kann ich noch eine Karte discarden irgendwie? Achso, einen direkten Angriff. Okay. Was macht er jetzt hier die ganze Zeit? Junge! Du kannst auch mal so lange hier mal, ne? Was machen? Ich will nämlich eigentlich auch spielen. If you know what I mean. Dankeschön, dass du 3 Jahre für deinen Zug brauchst. Und wir haben wieder einen Shadow Mist gezogen. Okay, shit. Beschwören? Hö, beschwören? Was ist das denn? Hö, beschwören? Wie beschwören? Wir haben diese Karte auf dem Ich kann sie nochmal beschwören, oder wie sieht das aus? Okay, cool. Ich würde sagen, bis... Setup nochmal, legen wir ihn hier auf den Friedhof verdeckt und beenden einfach mal. Wir können ja nichts machen, die ist ja 3 Runden da, sagt einfach, hey, wir können für 3 Spielzüge nicht angreifen. Ziemlich doof. Ja, die sagt leider nur, dass wir im Friedhof wieder eine Fusion wieder uns holen können, aber hier ist leider nichts, hier ist nur ein Shadow Mist drinne. Hihi. Ich hoffe, das ändert sich noch. Aber wir haben Bubble Man, wir haben Emergency Call, wir können zur Not so viel machen, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Und er macht sie jetzt ein Rang... was soll er machen? Ein 12er Xyz oder was? Keine Ahnung. Was er nun vorhat hier, der gute Mister. Mister Kamioku. Kamioku. Noch ein... Oh, ein Karakuri. Das ist ein Erddeck oder wie ist das? Was macht er sich denn jetzt? Ein Star Eater. Okay. Puh. Das Ding, das ist gar nicht unfair, Leute. Das Ding hat nur 3200 Angriff. Finde ich ja ziemlich nett, dass du hier meinst, einfach mal ein Monster kaputt zu klatschen zu können. Das finde ich echt sehr nett. Herr Star Eater. Und das lässt mich nochmal searchen. Okay, searchen wir für was jetzt? Für was searchen wir jetzt am besten? Was wäre jetzt das Schlauste? Was macht Ocean denn? Achso, ja, das bringt mir auch nicht viel. Okay. Meep. Ich würde sagen, wir gehen mal mit Wild Heart. Weil Wild Heart ist einfach hart. Yeah, man. Ich muss jetzt Star Eater irgendwie loswerden. Das kriege ich ganz leicht hin, wenn ich mal eine Karte ziehen würde, die mir helfen würde. Sowas wie Fusion. Wäre sehr hilfreich, man. So, Wild Heart, Junge, was willst du tun?
machen wir jetzt nämlich eine ganz coole 101, yo. Yo, 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 yo. Die wird zwar eh irgendwie zerstört jetzt oder sowas. Ich glaube nicht, dass die durchkommt, ganz ehrlich. Niemals im Leben. Oder? Please? Please, God? Hallo? Darf ich? Ich will seinen Effekt aktivieren und so. Miep. Naja, wir gucken mal, ob wir da durchkommen durch den Star Eater. Hallo? Du kannst jetzt auch mal was machen. Ich hab nicht ewig Zeit. Ich hasse solche Leute, ne? Die meinen auch, jo, jo, ich geh mal eben schnell noch duschen während des Duells. Klick dann ab und zu mal mit der Maus drauf, so, okay, ist alles gut. Oder, keine Ahnung, was ich was zu essen mache oder aber Fernsehen gucken nebenbei, aber ich will hier vernünftig aufnehmen, Junge. Ne? Oder hast du hier wieder vier vor den Elementalen und gibst auf? Ah, hier, ich zeig dir meine Avian. Diese 1000 Angriffspunkte. Da hast du doch Angst vor, oder? Ne, hat er nicht, scheiße. Was hab ich gesagt? Ich meine natürlich Hilfe. So, klauen wir mal Star Eater. Geht das klar? Geht das klar? LOL. Meins! Einfach so. Moins! So, what you gotta do, man. So, ich habe einfach der Monster geklaut, falls du irgendwas anderes machen wolltest. Tu es. Mach noch einen Star Eater. Freut mich. Oh mein Gott. Es kommt, ja. Das war obvious. Das war ganz obvious. Hä? Das war nicht so obvious. Ich hab gedacht, er macht jetzt was anderes. Ich hab's nur gehört. Ich hab gerade nur aus dem Fenster geguckt. So, ja, er aktiviert Redox. Nein, er macht sich Scapegoat. Warum? Er kann doch jetzt nichts mehr summonen, ne? Ja, das war ziemlich dumm, mein Freund. Warum machst du. Miracle Fusion! Wir können fusionieren! Wir können fusionieren! Wer ist der King? Oh mein Gott, Leute, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Okay, was können wir uns fusionieren? Wir könnten uns. Alter, wir haben so viele Targets gerade. Das ist ja mega geil. So, Leute, wir warten erstmal ab. We got this. We got this. So, jetzt ist erstmal die Scheißkarte weg, die uns vom Angriff hindert. Jetzt werden wir das Ding rocken, Leute. Ich weiß noch nicht wie. Was können wir uns da machen mit Miracle Fusion? Gucken wir mal. Wir können uns Shining auf jeden Fall machen, das ist klar. Wir können uns Absolute Zero machen, der einfach alle Karten von ihm zerstört. Wir könnten uns Absolute Zero, kapiert ihr? Zero. Wir könnten uns auch Gaia machen. Gaia, was macht der? Ach, macht den Angriffspunkte, genau. Wir könnten uns. Können wir uns auch den machen? Habe ich eine Fusion? Moment. Wenn Clayman abgewürgt, Clayman zerstört wird, dann können wir uns Thunder Giant machen. Aber ihn habe ich da drin, oder? Ja, genau. Donnergigant. Und das Gute ist. Was macht der jetzt? Ein Barkion. Okay, okay, man. Los, greif mal Clayman an, bitte. Bitte, bitte. Nicht die Ark. Komm, Clayman. Bitte, Clayman. Bitte, Clayman. Ja! Clayman, wir haben gleich gewonnen. Wenn er jetzt keine Fallenkarte hat, ne? Ich sag mal, Leute, wir haben gesiegt. Please. Please. Keine. Was ist das? Ja, was machst du jetzt? Hä? Was macht das denn? Oh. Oh. Böse Karte. Sehr böse Karte. Die sagt einfach, wenn ich eine Zauber- und Fallenkarte aktiviere, dann. Alter. Kann das einfach negieren. Uncool, Geist. Negierst du das? Wäre voll cool, wenn du es nicht machen würdest. Alter, der kann jetzt. Was ist das für ein OP-Monster, ey? Hallo? Wie böse ist das? Kann das immer machen jetzt? Nicht dein Ernst, oder? Da habe ich ja verloren. Was soll ich großartig machen gegen das Ding? Ja, geil. Das rollt ja, wa? Geil. Leute, das ist Wahnsinn. Das ist nicht mehr schön. In Death.
Naturia Exterio. Das ist ja ein super Monster, Ray. Der sagt einfach, ich töte alles. Cool. Aztec gefällt mir. Er sagt einfach alles zu allem nein. Nö, du machst das nicht. Nö. Heftig, ey. Heftige Sache. TGs. TGs sind auch drin. Jetzt macht er sich 9er? Oder? Ne, er kann sich einen 10er. Er kann sich wieder einen Star-Eater machen. Ja, ne. Oh, Leo. Okay, das ist natürlich ein bisschen eine Scheiße jetzt. Ja. Wie soll ich das hinkriegen? Ich habe nur noch eine 101. Damit kann ich das Ding loswerden. Und, ja. Ich kann mir. Moment, wir müssen jetzt. Ne, wir können nichts topdecken. Wir annullieren erstmal einmal Beschwörung. Einmal verhindern wir das, genau. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir was Gutes ziehen. Massenwex. Das kann er auch alles mit dem Scheißkarten hier sagen. Nö. Nö, leck mich. Scheiße ist das. Das ist echt scheiße, Leute. Ganz ehrlich. Ich muss einen Vierer ziehen. Wenn ich kein Monster Level 4 ziehe, dann haben wir verloren. Ich hatte so viel am Anfang, ne? Battleface. Er geht einfach in die Battleface. Okay. Okay, okay. My 1-1 is down. Wir müssen jetzt auf das Herz der Karten hoffen, Leute. Herz der Karten. Kennt ihr das? Wenn nicht, dann müsst ihr es jetzt fühlen. Believe it. Believe in the heart of the cards. So, Rottweiler ist down. Das ist schon mal sehr schön. Moment. Wir kriegen jetzt schon 4 Monster in die Hand, ne? Kann das sein? Ne, wir haben keine Fusion, wir kriegen nichts. Okay! Nein, er kann es negaten! Scheiße, leck mich. Negatest du es? Nee, ich negate es nicht. Du hast nur 2000 Life Points gezahlt. Das mache ich nicht. Nö. Och, Mann. Lass mich doch mal, Junge. Können wir auch deaktivieren. Das hat keinen Sinn mehr, Leute. Was soll man großartig machen? Wir können nichts tun. Er kann einfach alles negaten, ey. Hey, Special Summon. Okay, komm, hey, Special Summon. Bam. Was geht ab? Maximini, bringt zwar auch nichts, weil du es auch negaten kannst, du Spacken, aber ist mir egal. Hey, ich bin Barkian, Exterio, ich kann alles negaten, weil ich cool bin. Och, Leute, das schockt doch gar nicht. Ja, Leute, dann müssen wir uns hier leider eine Niederlage eingestehen gegen den guten Herrn hier. Schade, schade. Naja. Es war trotzdem cool. Wir hatten Chance, wenn wir was Gutes gezogen hätten. Was leider nichts geworden ist. Aber hey, ich würde sagen, vielleicht spiele ich nochmal mit dem Deck aus Fun nochmal. Könnt ihr ja wissen in den Kommis. Wieder, das Deck ist einfach nur Müll. Das ist einfach nur zusammengeworfene Scheiße. Und gegen das Ding hat man eh keine Chance. Ich hätte eine Chance gehabt, ganz ehrlich. Wenn ich noch einen Vierer gehabt hätte, hätte ich ihn gerufen. Bubbleman Special, dann habe ich mir Excalibur gemacht, hätte darüber tagged. Dann hätte ich Miracle Fusion aktiviert, hätte mir Thunder Giant gemacht, hätte seinen Token attackiert. Aber so geht es natürlich nicht. Und es hat auch ein Leo. Und Leo ist so ein bisschen böse. Deswegen, Leute, ich würde sagen, das war's für aber heute mit den Elementaren. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, lasst ein Like. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, euer Zero.